sehen. Das Wetter präsentiert Ihnen die Steiermärkische Sparkasse. Eine Skibrille war heute gefragt, genauso wie eine Sonnenbrille und ein hoher Sonnenschutzfaktor. Prächtig war das Wetter heute auf unseren Skibergen, auch am Kreischberg, wo bei tiefblauem Himmel auch Kinder und Jugendliche aus dem SOS Kinderdorf Stübing die Hänge in Angriff nahmen. Der Rotary Club Graz Umgebung Nord hatte sie zu einem Tag im Schnee eingeladen. Im Rahmen dieser Wintergames konnten mehr als 20 SOS Kinderdorf-Kinder nach Herzenslust Skifahren und Snowtuben. Der Schwerpunkt unseres Clubs ist eben Kinder und Jugend. Wir unterstützen die Kinder und Jugendlichen, damit sie in die Arbeitswelt integriert werden und damit sie zum Sport kommen. Bereits zum zweiten Mal lud der Rotary Club heuer zu Wintergames, etwa zum Riesentorlauf. Dabei zählte aber weniger die Schnelligkeit, vielmehr ging es um die Durchschnittsgeschwindigkeit. Die mittlere Zeit, so irgendwie halt, von dem Schnellsten und vom Langsamsten in der Mitte halt drinnen müssen wir fahren. Von den Kleinen und von den Großen die Durchschnittsgeschwindigkeit, ich weiß nicht. Wir können eher zu den Schnelleren. Letztendlich stand aber der Spaß im Vordergrund. Überhaupt hat Sport im SOS Kinderdorf in Stübing eine große Bedeutung. Egal ob Skifahren, Snowboarden, ob Fußballspielen, Radlfahren, eigentlich Sport ist ja großgeschrieben bei uns. Der Februar, der war einer der trübsten, seit es Wetteraufzeichnungen gibt. Aber das scheint der März jetzt wieder gut zu machen. Es heißt ja, Märzensonne bringt Wonne. Und morgen, da wird man überall viel Märzensonne tanken können. Die Frühnebelfelder in manchen Regionen sollten sich am Sonntag meist am Vormittag auflösen. Dann scheint die Sonne, teils vom strahlend blauen Himmel. Es gibt nur wenig Wind, die Aufstehtemperaturen liegen zunächst noch weit im Minus. Am Tag darf man sich dann 7 bis 9 Grad erwarten. Auch der Montag bringt teils ungetrübten Sonnenschein. Wieder sollte sich der Frühnebel am Vormittag lichten. Ähnlich der Dienstag. Föhn lässt die Temperaturen besonders im Norden steigen. Am Mittwoch ist es vor allem in der Obersteiermark länger sonnig. Von Süden her verdichten sich allmählich die Wolken.